Was nimmt denn der Coach jetzt von diesem Turnier mit? Ja, ganz viel. Die beiden Spieler haben es ja schon gesagt. Also für uns ist es immer wichtig, auf solchen internationalen Veranstaltungen uns zu messen mit den stärksten Spielern der internationalen Gegner. Und wir haben gesehen, dass wir hier mit in einem hochkarätig besetzten Jugendturnier in allen Spielen mithalten konnten. Wir hatten mit Abstand die jüngste Mannschaft und deshalb war es für uns wichtig, uns nicht nur mit internationalen Mannschaften zu messen, sondern auch mit älteren Spielern aus anderen Jahrgängen. Die Schweizer Mannschaften zur FC Zürich und auch der Basel und Grasshoppers hatten teilweise 7 oder 8 Spieler des Jahrgangs 1993. Wir haben nicht einen Spieler dabei gehabt und deshalb ist dieser Vergleich jung gegen alt dann natürlich auch noch eine zusätzliche Motivation für uns gewesen, hier sich vernünftig zu präsentieren. Also sind Sie mit dem Gesamtauftritt Ihrer Mannschaft zufrieden? Ich bin mit dem Gesamtauftritt der Mannschaft zufrieden, zumal wir bis zum letzten Spiel gegen Botafogo noch die Möglichkeit hatten, in das Finale einzuziehen. Jetzt am Ende haben wir durch verletzungsbedingte Ausfälle ein bisschen Probleme gehabt. Die Mannschaft hat sich trotzdem vernünftig präsentiert und hat dann das Spiel um Platz 5 und 6 in der letzten Minute gegen St. Petersburg verloren. Aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind bis zum Schluss hier unter den jeweiligen Voraussetzungen mit vielen Verletzungen, bin ich damit absolut einverstanden. Wenn Sie jetzt den BVB mit den anderen Mannschaften vergleichen, was muss man noch besser machen, damit man wirklich auf dem international höchsten Niveau, man kann ja jetzt schon mithalten, aber dass man da noch besser wird halt? Ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass wir in allen Spielen in der Lage waren, dieses Tempo auch mitzugehen. Um dann noch besser zu werden, hätten wir dann auch unsere besten Spieler des Jahrgangs 93 mitnehmen müssen. Dann hätten wir auch mit Sicherheit die ein oder andere Platzierung weiter vorne erreicht. Plus einige Spieler, die an diesem Turnier nicht teilnehmen konnten, weil sie schon in der U23 spielen. Dann glaube ich, dann wären wir auch in der Lage gewesen, hier um den Turniersieg mitzuspielen. Jetzt hat man sich bestimmt auch noch andere Spieler angeschaut im Speziellen. Wer ist Ihnen da so aufgefallen? Also für mich ist es unheimlich schwierig gewesen, weil ich als Coach natürlich dafür verantwortlich bin, dass die eigene Mannschaft hier vernünftig durch den Turnierverlauf kommt. Und ich habe ganz wenig Zeit gehabt, um überhaupt mir andere Mannschaften anzuschauen. Wir haben natürlich auch Menschen hier, die sich die anderen Spieler anschauen, die Scouts. Und deshalb kann ich im Moment nicht sagen, welcher Spieler mir jetzt besonders gut aufgefallen ist. Sowohl die Mannschaft aus Neuseeland hatte zwei interessante Spieler dabei, mit dem Spieler mit der Nummer 10, ein sehr interessanter Spieler, aber auch alle anderen Mannschaften, da waren schon tolle Nachwuchsfußballer dabei.